Hinweis für den Moderator und Gastgeber des heutigen Abends. Hier kommt das Bettlaken der Nation, der Sensenmann himself, Mr. Grim Reaper, der Tod! Hallo Leben! Das üben wir nochmal. Hallo Leben! Ja, herzlich standig willkommen zu einer moderfrischen Ausgabe der Geisterstunde, der Too-Late-Night-Show vom Sensenmann mit wunderbaren Talkgästen aus dem Bereich Leben und Tod. Am bisher heißesten Tag des Jahres lädt der Tod in den 5. Stock ins Dachgeschoss ein und die Leute kommen, die Seelen. Das freut mich ungemein, heißester Tag. Wir haben ja auch eine Klimaanlage. Nochmal großen Applaus fürs BKA-Theater für die Klimaanlage. Denn wer Erfrischung an so einem Tag braucht, geht dahin, wo kalt machen Berufung ist. Und da bin ich natürlich auch für euch da. In den letzten Tagen konnte ich einiges ins Jenseits holen. Berliner Radwege, das Heizungsgesetz und fast das Techno-Spektakel Rave the Planet. Stand ja auf der Kippe heute, ne? Hat heute doch noch stattgefunden, aber man hat mit den Sanitätern nicht so ganz gewusst, kriegen wir das hin? Kriegen wir genug Sanitäter? Ich ganz ehrlich, ich finde Sanitäter bei dem Wetter auch überschätzt. Hätte man auch ohne stattfinden lassen können. Meine Meinung. Ich war trotzdem nicht da, weil mit dem Outfit, bei dem Wetter, leck mich am Steißbein. Das ist wirklich, Geisterstunde heißt, wir haben eine Stunde vor uns. Eine Stunde vor uns, die Zeit läuft. Ich habe es gesagt, ich bin kein Sommerkind. Hitzerekorde, Waldbrände, ich stehe in der Kutte selbst kurz vorm Burnout. Legendär heute auch schon wieder Pegelstände in den Flüssen, historisch niedrig. Die ersten Seelen mussten heute schon zu Fuß über den Jordan. Aber da lassen wir uns die Leichen nicht madig machen. Auch in diesen schwierigen Zeiten, um diese schwierige Uhrzeit, gibt es positive Sachen. Ich stehe zum Beispiel auch nicht mehr vor der Haustür und sage, ich bin der Tod, sondern ich sage, Entschuldigung, können wir über die Wärmepumpe reden? Ja, weil dann sind danach alle ganz erleichtert, wenn es doch nur ums Sterben geht. Man muss die Zeiten nehmen, wie sie kommen. Auch Satan hat jetzt in der Hölle die ganzen Folterinstrumente abgeschafft. Lavapools gibt es nicht mehr, weil er sagt, wenn er schlechte Menschen quälen will, dann reicht es, wenn in Teufels Küche täglich vegane Currywurst angeboten wird. Oder er bei der Begrüßung gendert. Da ist der Teufel los. Apropos Teufel los, wenn nächstes Jahr im Wahlkampf in der USA wieder Trump gegen Biden antritt, diese Konstellation, dann sehe ich das mir gegenüber auch als Aufforderung. Ganz ehrlich. Jetzt vibriert mein iPhone. Kenner wissen das, ich kriege immer irgendwie Nachrichten auf mein iPhone. Das ist das neue iPhone X. Kann tolle Sachen, hängt sich dauernd auf. Praktisch ein Handy mit Galgenhumor. So. Gibt es jetzt auch einen Selfie-Strick dafür? Ne? Ganz neu, aber egal. Wer schreibt? Mailadresse König Markus, @csu.de. Schreibt lieber Tod. Bayern ist das schönste Bundesland der Welt. Trotzdem werden hier bei uns alle genauso alt wie überall anders. Das geht so nicht. Und dann hat er noch ein Foto von einer Weißwurst angehängt. Ich antworte mal schnell. Huhu, Södi? Danke für das Selfie von dir. Ist natürlich vollkommen richtig, Bayern verdient einen Sonderstatus. Ich hole euch jetzt alle 10 Jahre früher ab. Ja. So lockt man die Berliner von ihren Sitzen. Ja, ich bin heute mit der U-Bahn hierher gefahren. Wer noch? Mal applaudieren. Wer ist noch mit der U-Bahn gekommen? Samstag Nacht. Mit der U7 in Berlin fahren ist auch ein bisschen Nahtoderfahrung. Aber ich fahre gern mit der Bahn. Ich fahre ja auch zu Auftritten weiter weg, fahre ich eigentlich immer mit der Bahn, weil viele sagen, ich komme zu früh.
dann gleicht sich das aus. Viele würden sich auch wünschen, ich würde mehr wie die Post arbeiten. Dann wüsstet ihr, am Wochenende komme ich nicht. Montags neuerdings auch nicht. Und das Beste, wenn ihr die Tür nicht aufmacht, dann klingel ich beim Nachbarn. Ja, das hättet ihr gerne. Und ich würde wie ein Klempner arbeiten. Die Tür geht auf und ich sage, das ist aber ein ganz altes Modell. Ist aber nicht mehr Originalzustand, oder? Da weiß ich gar nicht, ob ich die richtige Sense dabei habe. Ich glaube, da müssen wir einen neuen Termin machen. Seien Sie mal morgen wieder da von 8.30 Uhr bis November. Kennt man ja. Nein, ich bin zuverlässig. Zuverlässig wie die Technik im BKA-Theater. Großen Applaus an der Technik heute, Julia und Sven! Geisterstunde! So, Geisterstunde, Uhr läuft. Hallo, in diesem Fall auch mal hallo an das Online-Publikum vor dem Bildschirm. Zum Sterben schön, dass auch ihr dabei seid. Egal von wo ihr zuschaut, YouTube, Facebook oder allen anderen Kanälen, ihr könnt im Chat immer kommentieren. Also schreibt da gerne hallo aus der Stadt, wo ihr gerade zuguckt. Wir sehen das hier, denn das BKA-Theater hat Technik, die begeistert. Da werden alle Chats zusammengefasst und hier komprimiert auf mein iPad geschickt. Und manchmal, so Technikerin Julia will, wird das auch auf dem Bildschirm sichtbar, wie wir hier sehen. Und da können wir alle zugucken. Haben wir gerade sehr gut eingeblendet. Viele freuen sich, dass es so warm ist. Ja, sehr gut. Wir werden kommunizieren. Wir sehen da auch immer, wo die gerade zugeschaltet haben. Ja, freut uns, dass wieder viele dabei sind. Wir werden heute auch ein bisschen wieder was spielen, wo wir mit dem Online-Publikum zusammenspielen können. Ja, genau, zum Beispiel Stadt, Land, Tod, hier sagt schon einer. Und natürlich auch die Erinnerung für alle, die online zuschauen. Noch der kleine Hinweis, gebt euren Beitrag zu diesem Programm. Normalerweise würde ich so eine Mitternachtsshow nicht rechnen. Wir können dieses Format nur realisieren, weil ihr online das auch unterstützt. Damit jeder und jede zuschauen kann, machen wir das weiterhin mit frei wählbaren Beträgen. Sprich, wer wenig hat, gibt auch wenig. Und wer viel hat, wählt eine größere Summe, damit wir die Geisterstunde weiter für jede Seele zugänglich machen können. Weil wir wissen, alle Tod ist für alle da. Die Infos blendet Julia noch ein bestimmt. Da könnt ihr euch dann per PayPal oder anderen Wegen da was zugänglich machen. Kommen wir zu den Schlagzeilen. Ich habe ja auch immer Schlagzeilen mitgebracht, die wir ein bisschen diskutieren können, damit wir im tagesaktuellen Geschehen drin sind. Genau, die Schlagzeilen können wir hier auf dem Bildschirm sehen. Eine Schlagzeile, die uns alle bewegt hat, Maskottchen der Fußball-EM, heißt Albert. Ja, haben viele gesehen, das war der Name, der jetzt ausgewählt wurde. Da weiß man jetzt international auch gleich, wo der Humor in Deutschland hängt. Albert, wegen dem wunderbaren Bär-Wortspiel. Ich finde auch, das Maskottchen ist inzwischen gelungen. Ne? Guck mal, früher hat man sich ja bei Goleo 2006 noch aufgeregt, weil er keine Hose anhat. Diesmal hat er eine Hose, aber keinen Hals. Naja. Ich hätte auch noch andere Vorschläge gehabt, wenn wir schon auf dem Wortwitz-Ebene sind, habe ich ja auch noch 5 andere. Mein Vorschlag wäre einmal Makabär, Bermuda, Hinübär, Bärlauch oder mein Favorit Totenkrähbär. Das wäre es meiner Meinung nach gewesen. Aber gut, es sind noch andere Sachen passiert. Eine Schlagzeile, die mich auch irritiert hat, da stand vor 2 Tagen, Sterbehilfe im Bundestag gescheitert. Kann man jetzt auch anders lesen. Es geht um die Gesetzentwürfe, die da eigentlich gescheitert sind, aber so beliebt wie aktuell die Regierung ist, könnte man auch viele denken, auch schade. Ja, das ist, man kann vieles immer in der Zeitung anders lesen, als es gemeint ist. Auch diese Schlagzeile hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Kinder schmecken intensiver. Da läuft einigen das Wasser im Mund zusammen. Habe ich auch gleich was aus dem Supermarkt hier, Kinderbraten. Njam, njam, njam. Ist mir persönlich zu hart. Ja. Man weiß ja gar nicht, sind das Kinder aus der Region. Glückliche Kinder. Kinder aus Großfamilien, also Massenkindhaltung. Andere Schlagzeile. Angebot von Pizzakette. In Neuseeland könnt ihr eure Pizza jetzt nach dem Tod bezahlen. Ja, skurriles Angebot. Wahrscheinlich ist die Pizza vergiftet. Aber damit auch die Frage geklärt, was kommt nach dem Tod?
ist der Pizzabote, der sein Geld haben will. Auch hier zum Wochenende Kachelmann über die Hitze am Wochenende. Sie wollen erben, dann raten Sie Ihren Lieben am Wochenende die Fenster zu schließen. Das ist eine positive Formulierung, nicht vom Sterben reden, sondern vom Erben. Das ist gut. Wir haben hier deshalb im BKA-Theater geht auch gleich die Klimaanlage aus und die Fenster zu. Das war ein bisschen tragisch im Tagesspiegel. In Ecuador ist eine Frau bei ihrer eigenen Totenwache wieder in ihrem Sarg aufgewacht und wird nun im selben Krankenhaus behandelt, das sie zuvor für tot erklärt hat. Das ist vertrauenserweckend, oder? Da weiß man. Aber es geht noch tragischer. Es geht noch tragischer. Pass auf hier. Fisch springt aus Aquarium und landet im Kochtopf. Ja, da denken jetzt viele, ach, das ist mein Leben. So hätte ich mir Findet Nemo vorgestellt, so als Story. Naja, ja, eine Schlagzeile vom Spiegel hat mich auch sehr begeistert auf, weil hier stand, Karl Lauterbach plant Rauchverbot im Auto, wenn Schwangere oder Kinder dabei sind. Und das finde ich super, weil da sind praktisch alle Schlagworte dabei, die den normalen Internet-User zur Weißglut bringen oder zum Herzinfarkt treiben. Lauterbach, Verbot, Auto und Kinder. Da geht's wusch. Da konnte ich gleich direkt Hunderte abholen. Ein Traum. Noch was in eigener Sache. Ich habe vor ein paar Wochen einen Kabarettpreis gewonnen, die Tuttlinger Krähe. Es klingt sehr dorfig, ist aber tatsächlich einer der größten Kabarettpreise in diesem Land. Die Zeitung hat draus gemacht, der Tod hat einen Vogel. Dünnes Eis, liebe Südwestpresse. Eine weitere Sache, wo ich in der Zeitung selber war, war hier jetzt gestern erst im Main-Echo, war ich das Gesicht des Tages. Das muss man auch erstmal schaffen, ne? Naja, den fand ich noch apropos Wortwitze. Mann zieht riesigen Fisch aus dem Po. Da habe ich eigentlich wegen der Pegelstände in den Flüssen gegoogelt. Naja, war auch schön. Soweit die Schlagzeilen. Sind wir wieder alle. Sind wir auf dem Stand? Nun ist das ja eine Show, die anders ist als meine normalen Soloprogramme. Wie gesagt, ich habe Gäste mit dabei bei der Geisterstunde. Wir reden über Tod und Leben und ich freue mich da auch jetzt schon auf den ersten Gast. Den ersten Gast, der ist Kurator für Bildung und Vermittlung im Humboldt-Forum. Denn dort läuft aktuell die Ausstellung Unendlich Leben mit dem Tod. Und das klingt nach mir, die Ausstellung läuft noch bis zum 26. November, deshalb darf ich ihn mal auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen, Marc Frase. Geisterstunde. Ah, herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du der Einladung des Todes gefolgt bist. Dankeschön. Ihr habt da Leben mit dem Tod, die Ausstellung, habe ich gerade gesagt, im Humboldt-Forum. Da gibt es auch Konzerte, Feste und Lesungen im Rahmen der laufenden Ausstellung. Wichtigste Frage für mich, warum wurde der Tod persönlich bisher noch nicht eingeladen? Der Tod kommt bei uns ganz anders weg, als man so denkt. In dieser Ausstellung steht der Tod auf der Seite des Lebens. Und vielleicht haben wir das verpasst. Oh. Es ist auch noch niemand gestorben in der Ausstellung. Ja. Das ist gut. Von daher gab es noch keinen Anlass. Was wir aber haben, ist im Herbst ein großes Fest, den Dia de los Muertos. Wo das mexikanische Totenfest. Eine Woche lang. Eine Woche lang, feiert ihr länger als die Mexikaner. Genau, es ist damit Kinder und Familien Gelegenheit haben, vorbeizukommen und man die Früchte dieses schönen Festes genießen kann. Ach, das ist schön. Dia de los Muertos, wer das nicht kennt, das ist ja ein bisschen bekannter geworden in den letzten Jahren hier in der westlichen Welt. Ist das Totenfest in Mexiko, wo sich sehr bunt und sehr farbenfroh die Leute verkleiden, auf Friedhöfen treffen, wo die Tradition besteht, dass die Seelen praktisch wieder zurückkommen, der verstorbenen Menschen. Man macht dann Altäre praktisch für die Verstorbenen, dass sie den Weg auch finden. Und wie gestaltet ihr das? Das Schöne ist, dass das ein Berliner Verein gestaltet, Kalaka, der das Fest überträgt. Gegründet wurde der von Mexikanerinnen und Mexikanern, die vor 30 Jahren in Berlin angekommen sind. Ja. Und die feiern dieses Fest auch hier. Die sind auch im Karneval der Kulturen präsent.
aber die feiern das Fest seit einigen Jahren außerhalb des Vereins, gehen an bestimmte Orte und haben in diesem Jahr das Humboldt-Forum gefunden, weil wir den Tod im Haus haben, auf vielen Etagen, mit vielen bemerkenswerten Gegenständen aus der abenteuerlichen Sammlungsgeschichte unserer ethnologischen Tradition in Deutschland. Aber wir haben eben auch eine Ausstellung im Erdgeschoss, ganz ohne Gegenstände, ganz ohne Text, mit vielen schönen Räumen, wo man nicht dem Tod begegnet, obwohl der einem im Titel anspringt, sondern dem Leben mit dem Tod. Da wird gezeigt, wie Menschen mit dem Tod leben, wie wir mit dem Tod leben. Und das sind Menschen aus der Stadt, aus der Stadtgesellschaft, die vom Jenseits erzählen, von ihren Vorstellungen vom Jenseits. Dann aber auch Menschen, die hier arbeiten und andere Leute bestatten, Menschen, die zum Tod forschen. Es gibt Sterbe- und international? Leiterinnen, ja, sehr okay. International. Also, das ist ja ein Riesenthema, wenn ihr sagt Tod und ja. Leben, also international mit allen Religionen, allen Kulturkreisen. Wie habt ihr das eingegrenzt? Wir haben Menschen angesprochen, die hier leben, und wir haben Menschen gefunden auf der ganzen Welt, die Menschen beim Sterben begleiten, und haben eine World Death Conference veranstaltet. Und die unterhalten sich untereinander und nehmen einen mit und sprechen darüber, was in den letzten Tagen, Stunden, Minuten des Lebens passiert, was wichtig ist an dieser Arbeit, Sterbende zu begleiten. Wichtig für die Sterbenden, wichtig für die Lebenden, wichtig für die, die die Arbeit machen. Und das machen Menschen rund um die Welt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und die Ausstellung macht auch Sprünge. Am Anfang wird der Tod eingeordnet in die Geschichte des Lebens und am Ende wieder, da geht es auch ums Artensterben. Ja, da sterben nicht Einzelne, sondern ganze Arten, und das wird auch auf sehr überraschende Art und Weise erzählt. Auch hier in Zusammenarbeit mit einer Institution aus der Stadt, mit dem Berliner Naturkundemuseum. Und dann haben wir natürlich einige Künstler beschäftigt, die diese Ausstellung gestaltet haben. Also das Ganze ist sehr überraschend. Ja, so hat man den Tod noch nicht gesehen, weil es gar nicht so sehr um den Tod geht, sondern um dieses Leben mit dem Tod und wie man selber, wenn man ihm nicht gegenüber sitzt, ihn trotzdem irgendwie bei sich hat. Ja, die Ausstellung ist ab 12 Jahre. Warum? Soll niemand erschrecken. Die Ausstellung ist. Das Bedürfnis nach Tod ist ja schon sehr viel früher da. Ich kenne das in meinem Programm. Da ist so ab 8 Jahre geht es meistens los tatsächlich, wo die Leute da sind und Interesse daran haben. Also unsere Museen sind ja wissenschaftliche Einrichtungen, und die Wissenschaft hat uns erzählt, erst wenn man 12 ist, begreift man so richtig, was der Tod ist. Vor 12 denkt man, diejenigen, die gestorben sind, seien auf Reisen und kämen vielleicht wieder. Ja, aber ab 12 ist es dann klar, der Tod ist ein Abschied. Daran kann einem dann auch die Einzigartigkeit dieses Lebens deutlich werden. Und wir haben gedacht, das ist eine Ausstellung, die man genießen kann, wenn man älter ist als 12. Wer mit der Familie vorbeikommt, wer Gesprächspartner hat, kann natürlich auch als 8-Jähriger oder als 10-Jähriger vorbeikommen. Ja, Familien sind willkommen, aber was Einzelne angeht, hat man Geschmack ab 12 für dieses Phänomen. Okay, auf der Homepage heißt es auch, der Mensch ist das einzige Wesen, das begreift, dass es sterben muss. Was folgt aus dem Wissen? Dass wir mit dem Tod leben und uns sogar Gedanken machen, was danach kommt. Wir sind in gewisser Weise über den Tod hinaus, ja, weil wir Vorstellungen vom Jenseits haben. Wir beruhigen uns auch nicht über den Tod, sondern erforschen ihn. Die Ausstellung erzählt ihren BesucherInnen auch, was in den letzten Minuten und Sekunden unseres eigenen Lebens in unserem Körper mit uns passiert. Nämlich? Ja, es wird intensiv. Ja, man kommt sich abhanden, aber man ist auch noch mal ganz bei sich auf eine überraschende Art und Weise. Das hat die Wissenschaft herausgefunden mit den bildgebenden Verfahren und den Forschungen über die Abläufe in den Zellen in diesen letzten Minuten des eigenen Lebens. Das in Japan gibt es ja auch so Simulatoren tatsächlich für die letzten Minuten, wo das tatsächlich so, wo man so in eine Röhre geschoben wird und angeblich soll dann empfunden werden, was danach passiert oder wie auch immer man das feststellen will.
Ja, es geht, also bei uns geht es nicht so sehr ums Empfinden, sondern ums Zuhören, ums Begegnen, ums Begreifen und um Gespräche, was man dann gemeinsam daraus macht. Also was bei uns auch besonders ist, der Tod ist ja vielen von uns familiär bekannt, weil er in den Familien auftritt. Er ist vielen auch religiös bekannt, weil die religiösen Traditionen eine starke Sprache für den Tod gefunden haben. Wir bringen ihn auf andere Art und Weise ins Gespräch, ja, indem wir diese vielen verschiedenen Leute zusammenbringen und man selber merkt, es ist gut, sich auf die Begegnung mit ihm bei Zeiten vorzubereiten. Das stimmt. Marc, wie ist dein eigenes Verhältnis zum Tod? Hat sich das geändert durch die Ausstellung? Oder warst du da vorher schon mit im Reinen? Ich bin nicht im Reinen mit dem Tod. Ich errege mich über den Tod. Ich bin zornig. Aber es hat sich insofern verändert. Ich war vorher habe ich sehr viel über den Tod nachgedacht, so theoretisch. Und ich bin inzwischen sehr dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die mit dem Tod arbeiten, dass es so eine Praxis gibt. Ja. Also, dass es nicht nur was ist, was wir im Kopf haben oder wozu man irgendwie gefühlsmäßig Stellung bezieht, sondern dass es auch in Berlin viele Menschen gibt, die andere Menschen beim Sterben begleiten und viel dabei erleben. Das gilt für beide Seiten. Ja. Manche springen dem Tod nochmal von der Schippe und spazieren heraus aus dem Hospiz. Und insofern habe ich ein viel runderes Bild vom Tod als vorher. Das ist schön. Die Ausstellung läuft auch noch bis November. Macht ihr die immer so lang, die Ausstellung bei euch? Also das ist nicht lang. Das hat in diesem Jahr angefangen und läuft jetzt über den Sommer für das Sommerpublikum. Und dann wird im Herbst ja das Berliner Wetter so, dass man sich freut, wieder ins Museum zu gehen. Auch an so heißen Tagen ist es dort angenehm kühl. Also das ist, da wir viel Programm rund um die Ausstellung machen, ist das noch ein paar Wochen zu sehen in unterschiedlichen Konstellationen. Das ist schön. Und Dia de los Muertos ist praktisch ein Anheizer für, das ist Anfang November, ne? Das ist Ende Oktober. Ja, aller Seelen ist das bei uns, glaube ich. Und es wird bei uns dann gefeiert, wenn man es in Mexiko feiert, aber ein paar Tage länger, weil es, wie wir hören konnten, viel zu sehen gibt. Es gibt diese Ofrenda und es gibt Programme für Familien und Familien mit Kindern und was zu essen und was zu trinken. Aber sonst auch noch geöffnet, also bis zum 26. November kann man mal vorbeigucken und es ist natürlich auch schön, viele haben das Humboldt-Forum, so lange gibt es das ja noch gar nicht. Ne? Ihr seid jetzt 2 Jahre, glaube ich, dabei. Vorher, ich traue ja dem Palast der Republik noch ein bisschen nach mit seinem Asbestbau. Da, finde ich, hätte man auch viele Zuschauer durchjagen können. Nur ist das Schloss, seid ihr zu viel Fazit von den 2 Jahren, die ihr jetzt habt, bisher gut gelaufen oder... Darfst du gar nichts anderes sagen, außer dass es gut gelaufen ist? Also es war überraschend. Es war viel überraschender, als alle gedacht hätten, weil es immer anders ist. Ja? Es sieht von außen anders aus, als es innen ist. Es gibt jetzt ein super Sommerprogramm, Durchlüften heißt das, wo es Konzerte gibt von Donnerstag bis Samstagabends immer kostenlos im Schlüterhof. Man trifft immer andere Leute. Das ist ein Ort, der kann sich sehr wandeln durch das Programm, das man dort machen kann. Ja. Von daher ist das alles auf dieser sumpfigen Insel in der Berliner Mitte sehr in Bewegung, ja, auch wenn es auf den ersten Blick ganz solide aussieht. Das stimmt, ein traditionsreicher Ort. Marc, erstmal vielen Dank, dass du da warst und uns hier das vorgestellt hast. Die Ausstellung läuft noch. Wir haben eine Tradition mit unseren Gästen, auch mit den Online-Gästen. Wir spielen immer eine Runde Stadt, Land, Fluss. Nur wir nennen es Stadt, Land, Schluss. Und machen das auch natürlich mit den Leuten hier vor Ort. Es gibt verschiedene Kategorien. Ich habe diesmal eine Museumskategorie praktisch extra für dich eröffnet. Das ist jetzt für den zweiten Gast. Wir spielen praktisch 2 verschiedene Runden. Muss ich was schreiben? Ja, du kannst praktisch mit rein, Stadt, Land, Schluss. Vielleicht können wir die Kategorien, Julia, mal kurz mal einblenden. Es gibt verschiedene, also man kriegt einen Buchstaben, ist ähnlich wie Stadt, Land, Fluss. Und dann muss man einmal machen, die Geschichte ist praktisch, in 100 Jahren wird dein Leichnam gefunden. Meiner. Oder meiner, je nachdem, ja, wer schreibt, auch alle anderen, die online schreiben. Und dann wird die Frage, wo wurde der Leichnam gefunden?
Also du kannst ja einen schönen fiktiven Ort aussuchen, wo er gefunden wird. Dann der letzte Mageninhalt, der da gefunden wurde, als zweites. Das dritte ist die wahrscheinliche Todesursache, die es gab. Nummer vier ist, mit wem wirst du verwechselt? In 100 Jahren halten die dich wahrscheinlich für einen Prominenten und da wirst du verwechselt mit wem? Dann gibt es eine Ausstellung natürlich, nur über deinen Leichnam. Wie heißt diese Ausstellung? Und das Ausstellungsstück aus deinem Besitz, was ist praktisch das Highlight, was da noch mitgefunden wurde? Ihr könnt alle mitspielen, auch die Technik, Julia, ihr habt noch eure Zettel? Sehr schön. Natürlich auch zu Hause könnt ihr mitgucken. Da blendet Julia jetzt auch noch die Orte ein. Also schaut, dass ihr mitschreibt. Wir haben eine Minute Zeit. Es geht nicht darum, wer am schnellsten ist, sondern einfach nach einer Minute ausfüllen. Auch ihr könnt hier mal vor Ort überlegen. Wir spielen mal Publikum vor Ort gegen Internet, gegen Technik, gegen uns beide. Also kriegen wir hin. Wir laufen mal. Wir brauchen Buchstaben. Ha, fast hätte ich den Buchstaben vergessen. Wir holen uns mal einen, zum Beispiel hier vorne. Sag doch einmal das Alphabet, einmal laut A und dann weiter im Stummen. Und ich sag Stopp. Moment. Stopp. Wo bist du? Bei H. Da bist du aber schnell gewesen. Na gut, aber H ist unser Buchstabe. Und ich sag mal, die Zeit läuft. Mal. Ich fange auch mit der Technik an, da kannst du noch ein bisschen schreiben, Marc. Fundort der Leiche. Julia, wo findet man deine Leiche? Hast du nicht? Keinen gefunden? Im Publikum irgendwer was? Hafenkanal. Hafen, ja, das ist, ich guck mal hier, was hier steht. Hamburg, Heiligendamm. Bitte was? Humboldt-Forum. Ja, das, hast cool. Du das auch, Marc? Nein. Nein. Hast du nicht, aber das wäre es gewesen. Ne? Humboldt-Forum wäre eigentlich die Königsantwort. Ja, ich habe auch nur Hannover, mir ist nichts Gruseliges eingefallen. Marc, was hast du? Ja, ich habe Hamburg auch geschrieben. Hamburg, genau. Wir haben die Städte genommen. In Hamburg, Sven, ist ja auch nicht so schlimm. Haben auch viele geschrieben hier, Hamburg, sehe ich gerade Hinterhof. Auch schön. Ja, aber Humboldt-Forum ist, glaube ich, die Königsantwort. Letzter Mageninhalt ist bei mir Hafermilch. Ja, mir. Bitte was? Hummer. Ja, edel geht die Welt zugrunde. Was hast du, Marc? Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Herz. Herz? Mhm. Na ja, das Herz. Julia, was hast du? Himbeeren. Ach, oh, das ist ja lieb. Hamburger haben hier, war natürlich wie in Hamburg, Hamburger. Da hat jemand eine Haarbürste als zweites. Haferbrei, kann ich mir auch vorstellen. Himbeeren wird auch hier sehr beliebt. Hamburger. Ja, viele Hamburger tatsächlich im Magen. Hustensaft. Ja, das wäre mal, ich stelle mal vor, man ist so ein Ötzi, der gefunden wird und man hat einmal jetzt irgendwie Fastfood gegessen, sich sonst gesund ernährt und dann sagt die Wissenschaft, die haben früher nur Hamburger gegessen. Muss man aufpassen, ne, was man da hin hat. Wahrscheinliche Todesursache. Kommen wir zu dem. Julia, was ist bei dir die wahrscheinliche Todesursache? Ein Hundebiss. Oh ja, das kann natürlich passieren. Gefährliche Hunde. Marc, was ist bei dir? Herzstillstand. Herzstillstand, ein Klassiker. Ich habe mich hier vom Publikum irritieren lassen, hat einer gehustet. Husten habe ich genommen. Noch andere Ideen? Hirntod, ja. Auch hier haben wir Herzschlag, Hustenanfall, Hitzschlag. Ja, das ist heute auch nicht so. Hier hat jemand Haarwäsche, aber ich glaube, der hat das Spiel nicht verstanden.
Harakiri. Eine Hai-Attacke. Hai-Attacke finde ich auch gut. Mir gefällt, was es so alles gibt als Todesursache. Verwechselt mit. Jetzt bin ich gespannt. Julia, mit wem wurdest du verwechselt? Hundefressen. Mit was? Hundefressen. Hundefressen? Ach so, deshalb hatte ich der Hund gebissen, weil du aussahst wie Hundefressen. Ja, ich habe es anders gemeint mit dem Verwechseln, aber es macht Sinn. Es macht Sinn, was du sagst. Marc, mit wem wurdest du verwechselt? Humboldt. Mit Humboldt, natürlich. Ja, da ist er. Ja, ich habe Harald Schmidt. Naja. Wir gucken mal, gibt es noch andere? Prominent Heidi Klum? Holmes? Ja? Ja, Heidi Klum, Haribo. Hitchcock? Mit Heiner Lauterbach, ja, da sind wir wieder. Mit dem Hotzenplotz? Ist auch mal, ja, ist auch, je nachdem, wie lang man Hans-Peter Kerkeling, ja, Happe Kerkeling könnte auch sein, Heinzelmännchen, Helmut Kohl. Oh, ja, da kann man auch haben. Name der Ausstellung überein, da bin ich jetzt gespannt, Marc. Du bist natürlich der Profi, was Ausstellungsnamen betrifft. Hallo. 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 Ja, mein Name der Ausstellung ist Hast du so noch nicht gesehen. Kuriose Todesfälle. Julia, bei dir? Ich bin bei den Hunden geblieben, Hunde über die Jahrhunderte. Hunde über die Jahrhunderte. Ja, sehr interessant. Würde ich mir jetzt vielleicht angucken. Hunde über die Jahrhunderte. Hier, wo des Bretts. Habe fertig, ja. Ja, ist auch schwierig. Ausstellungsnamen hereinspaziert. Hau weg den Dreck. Ja, klingt jetzt nicht so wissenschaftlich fundiert. Ausstellungsstück von dir. Julia, wenn man dich findet, was? Was steht in der Ausstellung von dir? Die Haare. Die Haare? Ja. Da können sich jetzt mal alle umdrehen und Julia angucken. Die online sehen es nicht. Das sind die Haare, die in 100 Jahren die Hundeausstellung zieren. Bei mir ist ein Handtuch, aber eigentlich meine ich meine Kutte. Die wird nur als Handtuch verwechselt. Was bei dir, Marc? Halskette. Eine Halskette. Trägst du eine Halskette? Nein. Nein, aber dann. Bis dahin. Bis dahin wirst du dir eine zulegen. Sehr schön. Hier steht noch Hose. Eine Hose ist auch schön, wie der Hustensaft. Das ist wahrscheinlich der Running Gag. Der Hustensaft. Hirn. Das Hirn wird ausgestellt. Ja. Macht man das? Hält sich ja gar nicht so lange Hirn, ne? Muss eigentlich irgendwo eingelegt sein. Die Hustensaftkappe, Hausschuhe, Handschuhe, eine Menge Hirn ist sehr beliebt. Hirn möchte man gerne ausgestellt haben, aber hält sich nicht. Ne? Hirn muss ist vom Ötzi kann man auch, ist glaube ich nichts übrig geblieben. Naja, aber haben wir das auch gemacht? Wir machen natürlich nachher mit unserem zweiten Gast noch eine zweite Runde mit anderen Kategorien. Ich sage erstmal großes Dankeschön an Marc für deinen Besuch heute. Marc Frase vom Humboldt-Forum, heute hier zu Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Danke dir fürs Kommen. Geisterstunde. So, Geisterstunde, erster Gast. Schon ist es wieder vorbei, so schnell kann es gehen. Kleine Runde gemacht. Ich habe übrigens hier noch irgendwo hier, wollen wir mal gucken, wo ich das hier habe, mit meinen Zettelwirtschaften. Wer Exitussi vermisst? Exitussi, die rosa Kutte, können wir vielleicht auch noch mal einblenden, ein Foto. Ja, der ein oder andere kennt sie aus früheren Shows, ist, ich erkläre für die, die es nicht wissen, ist nicht dabei. Heute ja, weil ich erkläre für alle anderen, sie ist nicht gestorben, schlimmer. Es gab einen Zwischenfall. Mein Erzfeind, mein ewiger Rivale, der Klapperstorch, hat sich einen perfiden Plan einfallen lassen, wie er die Tod GmbH stilllegt. Ich hätte jetzt fast flachlegt gesagt. Und hat uns so ein Bündel Leben vor die Gruft gelegt. Wir waren alle im Betrieb völlig überfordert. Was macht man damit? Ignorieren. Ausstopfen, verschenken, ging alles nicht.
Wir haben dann abgestimmt, ja, was macht man damit? Wir haben uns entschieden, wir ziehen den kleinen Groß zum zweiten Sensenmann und da kann der blöde Zugvogel mal gucken, was er davon hat. Weil das hat Potenzial. Das hat Potenzial, ja, wenn jetzt bei irgendeiner Geisterstunde im nächsten Jahr so eine kleine Kutte auf die Bühne gestapft kommt und der ersten Reihe die Köpfe absenzt und alle sagen nur, och, wie süß. Das hat was. Ich weiß, es klingt komisch, wenn der Tod jetzt erzählt, dass er Nachwuchs im Haus hat, aber es macht Sinn. Weil wenn ich ein Baby im Arm habe, dann kommen die alten Leute von ganz alleine zu mir. Ja, und man erlebt so viel. Man erlebt so viel. Ne? Wir hatten jetzt irgendwie im Herbst, war ja auch dann der erste Laternenumzug. Das war schön. Ich gebe zu, 25 Liter Petroleum war ein bisschen überambitioniert. Aber unser Laternenzug hat am schönsten gebrannt. Das sind ja so Traditionen, die man mit Kindern ja auch erstmal so mitkriegt. Ne? St. Martin hatte ich auch völlig falsch im Kopf. Ich dachte immer, der wird der Mantel geteilt, nicht St. Martin. Das hatte ich anders in Erinnerung. Ich finde trotzdem, der berittene Darsteller hätte nicht so schreien müssen. Ich habe ja dann aufgehört. Ne? Ich habe ja aufgehört. Übrigens auch ein Bild hier dabei, damit ihr seht, also ich erzähle keinen Blödsinn. Totellini ist auch immer mit dabei bei Haustürbesuchen. Ja, es ist niedlich, weil wenn er die Tür aufgeht, dann freuen sich alle. Wenn er ruft so, dai, 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 weil sie nicht merken, dass er Englisch redet. Aber es sind auch nicht alle so tolerant mit Totellini wie ihr jetzt hier. Ne, Totellini, da sagen gerade andere Eltern, die sagen da auch mal auf dem Spielplatz, ja, der Totellini, der hat den Pascal verbuddelt. Wir finden den nicht mehr. Das ist nicht einfach. Das ist auch für mich ist das alles Neuland jetzt. Ich war mit ihm beim Babyschwimmen. Wusste ich dir, dass es beim Babyschwimmen gar nicht darum geht, wer die meisten Kinder versenkt? Das sagt einem keiner. Das sagt einem keiner. Naja, aber kommen wir mal zu Fotos. Ich habe auch wieder Fotos mitgebracht, Fotos aus meinem Alltag. Und da habe ich natürlich auch wieder eine Menge Bilder. Mir wurden jetzt zum Beispiel viel auch zugeschickt. Viel wurde mir zugeschickt von Autobahn. Kennt vielleicht der eine oder andere auf der Autobahn, der Totentransport. Ist ein norwegisches Unternehmen. Ist tatsächlich ein Taschentransport, heißt das, glaube ich, oder sowas. Also schickt mir das gerne zu, aber ich habe es mittlerweile mitgekriegt. Andere Leute schicken mir ja, das hier zu, das ist auch gut, das steht praktisch ein Leichenwagen vor Wurzelentsorgung, für Abfallentsorgung. Muss man immer aufpassen, wo man parkt. Ist zum Beispiel auch hier richtig, da parkt die Gerichtsmedizin vorm Burger King. Ja, da weiß man nicht so genau, ist es jetzt ein Liefertermin oder Mittagspause? Man kann es nicht genau sagen. Da sind wir wieder beim Thema Leichenschmaus. Ne? Ich habe auch hier schöne Straßenkombinationen wieder entdeckt. Das ist praktisch ein Klassiker. Ein Klassiker, genauso wie ja, hier vom Ärztehaus die Friedhofsstraße. Oder auch hier. Einschussfrei nochmal. Man denkt sich, das ist ein Hobby von mir. Einige kennen das, ist das, ich stelle mich gerne vor Friedhofshaltestellen, weil es gibt so ja auch bei größeren Friedhöfen öffentliche Verkehrsmittel, die hinfahren und dann wird unter den Haltestellen oft Werbung geschaltet. Und das macht oft Sinn. Hier haben wir zum Beispiel im Hauptfriedhof Erfurt, steht da drunter, gut fürs Klima, Deutsche Bahn. Oder auch hier finde ich schön, unter dem Hauptfriedhof, Flink, der Lieferservice, ne? Bier leer, Flinks dir. Man kommt ja, wenn man da unten liegt, oft nicht dazu, im Supermarkt sich ein Bier zu kaufen. Deshalb ist gut, wenn man das dann bestellen kann, direkt vor Ort. Oder auch das ist schön, dass wir in Stuttgart vorm Hauptfriedhof, 2023 wird dein Jahr. Ups. Auch ein letztes hier aus der Rubrik. Hauptfriedhof, keine Fördermittel, keine Logenplätze, kein Schnickschnack, aber 100% Leidenschaft. Werbung, die mein Herz höher stehen lässt. Ja, ein Erlebnis noch aus Köln, aus dem Friedhof. Auf dem Zoo war ich da, da habe ich diesen Aushang entdeckt. Sehr geehrte Besucher, aufgrund Ihres hohen Alters ist letzte Woche leider unsere Gorilladame gestorben. Ihr seid schuld.
Ein Beispiel aus Berlin, was mich auch gerade irritiert, da wird gerade geworben überall für Malte Kelly von der Kelly Family. Die macht, geht auf Tour, irgendwie auch im November ist sie da. Und weil sie ja aus Irland kommt, lese ich eigentlich alles, was sie macht, auch auf Englisch. Und dann ist das doch eindeutig eine Die Happy Show, oder? Also, keine Ahnung, warum das sonst keiner so entdeckt. Die Happy. Ach, übrigens, Auftritte. Ich hatte letzten Monat auch Premiere von der neuen Show Gevatter Unser. Einige waren vielleicht da, da haben wir mit 600 Leuten die neue Show Gevatter Unser gefeiert. Es waren alle da. Exitusi, Tortellini war da. War auch sehr schön und ich habe mir die letzte Geisterstunde da zu Herzen genommen, weil da hatten wir hier das Kinderhospiz Sonnenhof und die haben kritisiert, dass meine Kutte so dunkel ist. Und dass das gar nicht kinderfreundlich ist. Deshalb gab es bei der Premiere auch eine fröhliche Kinderkutte, weil ich viel über Tortellini erzählt habe. Und es gab auch ein Kinderlied über Tortellini. Und das kann man sich natürlich schwer vorstellen, dass der Tod jetzt irgendwie Kinderlieder macht. Und deshalb habe ich gedacht, Mensch, weil mich viele gefragt haben, wir können das Programm erst im Herbst oder im Winter sehen, wenn du vorbeikommst, mache ich das Kinderlied heute Weltpremiere praktisch auch in der Geisterstunde, damit ihr mal seht, wie sieht das eigentlich aus, wenn der Tod ein Kinderlied macht. Liebe Julia, Musik ab! Toi, toi, tot! Toi, toi, tot spricht mir nämlich Tortellini immer auf die Mailbox, bevor ich auf die Bühne muss. Er lernt so viel, ich lern so viel, ins Schwimmbad kommt kein Krokodil. Zum Anfeuern braucht's kein Flammenwerfer und Glassplitter machen die Suppe nicht schärfer. Er lernt so viel, ich lern so viel, durchprobieren wird Lern zum Kinderspiel. Die Herdplatte ist heiß, das weiß er jetzt, er hat die Nachbarskatze draufgesetzt. Und Kutte an, Kapuze hoch, die Kordel zugebunden. Die Ärmel bunt, die Laune auch, so geht's zum nächsten Kunden. Konfetti in den Beutel rein, die Sense aufgepustet. Sterben kann auch niedlich sein, wer hat denn da gehustet? Er lernt so viel, ich lern so viel, jeden Tag neue Ideen, ein neues Ziel. Die Vogelspinne schwupps in Kevins Brotdose, im Kleiderschrank wohnt ne tote Hose. Er lernt so viel, ich lern so viel, wir fliegen in die Kita auf'm Sensenstiel. Bei den anderen Kindern hat sich rum gesprochen. Sein bester Kumpel heißt Knochenjochen. Kutte an, Kapuze hoch, die Kordel zugebunden. Die Ärmel bunt, die Laune auch, so geht's zum nächsten Kunden. Es schlägt das letzte Stündelein, Kunter schwarz und farbenfroh. Sterben kann auch niedlich sein, heute mal mit Windelpo. Und wenn ich Tortellini von der Kita abhole, löchern mich die anderen Kinder immer. Ist das gruselig? Nö, nicht für mich. Sind die Leute böse auf dich? Och, in der Regel nicht. Ist Tortellini gut? Quatsch, ein sauberer Schnitt. Na, dann wollen wir auch mal mit. Was? Ihr alle? Na gut, aber zieht was Ordentliches an. Kutten an, Kapuzen hoch, die Kordeln zugebunden. Und alle auf die Sense, fertig, los, ab zum nächsten Kunden. Opa Fritz lässt alle rein und lächelt immer mehr. Er denkt, jetzt sterben kann so niedlich sein, jetzt ist's nur halb so schwer. Und Kutten an, Kapuzen hoch, die Kordeln zugebunden. Die ganze Straße voller drei Schädel hoch, drehen wir die letzten Runden. Tante Frieda holt die Kekse raus und fühlt sich nicht mehr allein. Ihre Nachbarn schauen ganz neidisch aus. Sterben kann auch niedlich sein.
Ja, kleiner Ausschnitt aus dem aktuellen Programm. Gevatter Unser, kann man sich angucken, läuft jetzt ab Herbst. Dann und ganz deutsche Tourtour.de kann man sich den Tourplan mal angucken und vorbeikommen. Kommen wir zum Thema Spendenschädel. Julia, vielleicht kannst du noch einmal das Bild einblenden, was ich hier gerade auf dem iPad habe. Einige wissen das, ich habe immer bei jedem Auftritt einen Schädel mit dabei. Ihr habt ihn vielleicht auch schon gesehen auf dem Tischchen hier, weil jeden Monat stelle ich ein Projekt vor, für das während meiner Auftritte in dem Monat auch gespendet werden kann. Das sind immer Projekte, die was mit meiner Arbeit zu tun haben. Das heißt, wir spenden für Hospize, für Altenheime und für Sachen, die wir hier auch vorstellen. Weil oft sind es Projekte, mit denen man gar nicht so viel anfangen kann. In diesem Monat übrigens für die Deutsche Kinderkrebshilfe könnt ihr gern was reintun. Ihr seid auch nicht alleine. Jeden Monat tue ich selbst 500 Euro obendrauf. Da haben wir schon in den letzten Jahren über 90.000 Euro weitergeben können an tolle Projekte. Also macht das auch heute gerne. Und wir haben jetzt ein Projekt, für das wir im April alle zusammen gespendet haben, nämlich Deathcare. Und Deathcare würde ich auch gerne noch ein bisschen genauer vorstellen. Deshalb bin ich froh, dass praktisch der Schatzmeister dieser Organisation heute hier zu Gast ist, Dr. Fabian Lenzen. Herzlich willkommen! Hallo. So, herzlich willkommen. Schön, dass du zu dieser späten Stunde auch gekommen bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, bei dir war es sogar richtig knapp, weil du bist hier erst gegen Abend angereist, weil du mir geschrieben hast, du machst gerade noch die Gesellenprüfung im Bundesausbildungszentrum der Bestatter, nimmst du ab. Richtig, genau. Bis heute Nachmittag haben wir die ganze Woche über Gesellenprüfung abgenommen. Und anschließend bin ich dann hierher gekommen. Oh, das ist ein Job, der würde mich auch reizen. Also nicht die Gesellenprüfung abnehmen dann. Wenn ich da mal kontrolliere, wie kann man sich so eine Gesellenprüfung vorstellen? Was muss man da können oder machen? Besteht aus drei Klausuren und dann der fachpraktischen Prüfung, die wir jetzt in der letzten Woche hatten. Und die wiederum setzt sich zusammen aus fachlichem Schriftverkehr, einer mündlichen Prüfung, einer praktischen Aufgabe, das kann alles Mögliche sein, eine Bergung, ein Sarganschlag, Zinksarg, Löten. Was ist ein Sarganschlag? Ein Sarganschlag heißt, die Füße, die Griffe montieren, die Innenausstattung einbringen, solche handwerklichen Tätigkeiten, ja. Grabmachertechnik, ja, ganze Menge verschiedene Sachen, die eben so unseren Beruf ausmachen. Brauche ich irgendwelche Voraussetzungen, wenn ich Geselle werde? Oder gibt es da irgendwas, was ich erfüllen muss? Nö, also eigentlich, es gibt keine Mindestanforderungen, irgendwie Abitur oder so muss man nicht haben. Ganz normale Ausbildung, wie im Handwerk üblich, 3 Jahre im dualen System, Berufsschule und Betrieb. Zusätzlich gibt es überbetriebliche Lehrlingsunterweisungen. Das heißt, die sind die Auszubildenden und Auszubildenden bei uns im Ausbildungszentrum, insgesamt 5 Wochen über die ganze Ausbildungszeit und werden nochmal vertieft sozusagen unterrichtet über die einzelnen Fachthemen. Und wie lief's? Ganz okay eigentlich. Also klar, leider gibt es auch immer den einen oder anderen, der dann im Herbst nochmal zur Wiederholungsprüfung kommen muss. Aber die allermeisten haben es doch geschafft, als Bestattungsfachkräfte aus den Prüfungen rauszugehen. Ja, nicht, dass der Lebenstraumbestatter dann beerdigt werden muss. Das wäre schade, ja. Ja, da fällt man dann in ein Loch oder in eine Grube. Ja, bestimmt. Kommen wir zu Deathcare. Deathcare, deswegen bist du ja auch heute deiner Einladung gefolgt, ist ein unglaublich toller und einzigartiger Verein, der professionelle und würdevolle Versorgung Verstorbener bei Unfall- und Katastropheneinsatz weltweit bewerkstelligt. Ihr wart zuletzt im Februar bei dem schweren Erdbeben in der Türkei vor Ort. Aber fangen wir mal von vorne an. Seit wann gibt es Deathcare und wie habt ihr euch gegründet? Also den Verein gibt es eigentlich seit 1999, wobei damals noch nicht als eingetragenen Verein, sondern als eher losen Zusammenschluss. Dann ist es irgendwann mal ein eingetragener Verein geworden. Ich selbst bin noch nicht so lange dabei, ungefähr 10 Jahre jetzt. Genau. Und seit einigen Jahren, also auch schon über 10, 15 Jahre sind wir ein eingetragener Verein, gemeinnütziger, rein humanitär. Wir leben ausschließlich von Spenden und Mitgliedsbeiträgen, kriegen also auch irgendwie keine Förderung oder sowas. Insofern ganz, ganz herzlichen Dank fürs Spendensammeln, hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Immer gern fürs Bekanntmachen natürlich auch, weil das ist ja ein einzigartiger Verein, den ihr da habt. Also wenn irgendwo eine Katastrophe in der Welt praktisch passiert, dann organisiert ihr euch und fahrt da zur Unterstützung praktisch hin, zur Bergung und Versorgung der Verstorbenen. Genau, wir haben ungefähr 80 aktive Mitglieder, die allermeisten sind Bestatter, auch noch ein paar Forensiker, Mediziner,
Psychologen, verschiedene andere Berufsfelder mit dabei, aber vor allen Dingen sind es Bestatter und Bestatterinnen. Und wenn es denn eben ein Großschadensereignis, wie man so sagt, gibt, dann bieten wir unsere Hilfe an. Und wenn die Hilfe angenommen wird, dann kommen wir dorthin und unterstützen, sei es eben im Bereich der Bergung, im Bereich der Identifikation der Verstorbenen, Vorbereitung für die Bestattung, auch Durchführung der Bestattung, wenn gewünscht, Rückführung von Verstorbenen in Heimatländer, was auch immer dann im Einzelnen gebraucht wird, da sind wir relativ flexibel. Das ist ja eine sehr, sehr extreme Erfahrung, auch für die Leute, die da vor Ort sind. Ihr fahrt dahin, wo es zu Katastrophen kommt. Gibt es psychologische Betreuung auch für euch oder seid ihr so abgehärtet, dass das nichts ausmacht? Also tatsächlich ist natürlich der Gedanke ein bisschen der, dass wir, weil wir beruflich eben mit dem Tod regelmäßig zu tun haben, auch die anderen Einsatzkräfte dort entlasten wollen, dass wir eben die Arbeiten, die für andere vielleicht schwieriger sind als für uns, weil sie nicht so regelmäßig mit dem Thema zu tun haben, dass wir diese Arbeiten abnehmen können, sodass sich eben andere Einsatzkräfte auf insbesondere das Retten von Lebenden natürlich konzentrieren können. Aber trotzdem machen wir sowas wie eine Nachbereitung. Wir haben also auch jetzt beispielsweise nach dem Türkei-Einsatz dann 2 Wochen danach nochmal ein gemeinsames Wochenende verbracht, wo wir einfach nochmal so ein bisschen unsere Erfahrungen ausgetauscht haben, wo wir auch von Kriseninterventionskräften begleitet worden sind, uns unterhalten haben, auch einfach miteinander noch mal ein bisschen Zeit verbracht haben und Revue passieren haben lassen. Das war gut und wichtig, dass wir das gemacht haben, glaube ich. Das glaube ich. Ihr könnt online übrigens auch Fragen stellen. Wir lesen da mit, wenn ihr da Fragen habt. Du hast erwähnt, ihr wart bei dem schweren Erdbeben in der Türkei im Einsatz. Wie läuft das denn ab vor Ort? Weil ich stelle mir vor, das ist sehr viel Chaos in so einem Katastrophengebiet. Wie organisiert oder managt man das? Genau, also wir sind mit 2 Teams nacheinander da gewesen. Ich selbst hatte, was das Organisatorische angeht, vielleicht das Glück, in dem 2. Team zu sein. Da sind wir schon auf einigermaßen gut vorbereitete Strukturen dann getroffen, die das 1. Team sozusagen schon gelegt hatte. Wir bieten unsere Hilfe immer zunächst mal an, sowohl quasi über das deutsche Außenministerium, aber auch eben über die konsularischen Vertretungen der Länder, wo dann eben entsprechend die Katastrophe passiert ist. Und nur wenn die Hilfe angefordert wird, reisen wir irgendwo hin. Wir würden da jetzt nicht so planlos anmarschieren, weil dann stört man eher, als dass man hilfreich sein kann. Und dann gibt es eben in der Regel, so war es hier auch, vor Ort jemanden, der uns sagt, was wir wann, wie, wo tun sollen. Das braucht dann trotzdem meist 1-2 Tage, bis das so richtig funktioniert, bis man weiß, wie genau die Abläufe sein sollen. Und natürlich auch für die Kräfte vor Ort ist das ja nicht etwas, was die täglich machen, sondern wo die erstmal in die Situation reinfinden müssen. Und insofern braucht es dann einen Moment, bis sich das etabliert hat. In dem Fall war es so, dass wir vor allen Dingen 2 Aufgaben hatten. Das eine war eben das Bergen von Verstorbenen aus zerstörten Gebäuden. Und zum anderen haben wir unterstützt in einer Identifikationsstelle, die in einer Sporthalle eingerichtet war, wo eben die Verstorbenen hingebracht wurden, wo DNA-Proben entnommen wurden, wo Zahnstand erhoben wurde, wo Fotos gemacht wurden, sodass eben auch im Nachgang dann noch nachvollzogen werden kann, wer das ist. Wir haben dann anschließend die Verstorbenen so weit vorbereitet, dass sie dann auf den Friedhof gebracht werden konnten, wo sie dann von örtlichen Bestattungskräften bestattet worden sind. Wie lange dauert so ein Einsatz? Wir sind in der Regel pro Team so ungefähr 6 Tage im Einsatz. Das ist ja auch ein zeitlicher Rahmen, der dann wirklich irgendwie von morgens bis abends oder beziehungsweise hier in dem Fall bis spät in die Nacht geht. Wir sind zum Beispiel als 2. Team um 16 Uhr in Marrakesch angekommen und haben noch an dem gleichen Tag bis 4:30 Uhr morgens dann gearbeitet, haben uns vom 1. Team einarbeiten lassen. Insofern sind dann 6 Tage eine Zeit, wo man dann danach merkt, so langsam ist man dann ausgebrannt, lassen die Kräfte nach. Und da ist es dann gut, wenn man dann wieder so langsam sich zurückziehen kann. Deswegen haben wir eben auch das 1. Team hier dann nach 6 Tagen abgelöst. Ja. Ihr macht das ja auch alle ehrenamtlich. Richtig. Kriegt ihr da alle frei da in der Zeit? Oder? Also ist es so, dass viele von uns tatsächlich selbstständig als Bestatter sind. Insofern
nimmt man sich dann für sowas frei. Sind aber auch etliche Mitarbeitenden dabei und die allermeisten kriegen dann tatsächlich von den Betrieben frei. Da besteht auch im Berufsstand, muss man sagen, ein großer Rückhalt für das, was wir tun. Das war toll zu merken, wie wir so über die sozialen Medien, aber auch über persönliche Kontakte einfach die Rückmeldung bekommen haben, dass da viele sozusagen in Deutschland das verfolgt haben, was wir machen und uns da einfach unterstützt haben mit dem, was sie so dann geschrieben haben, uns erzählt haben. Das war ein gutes Gefühl, dass man da irgendwie auch den Berufsstand so ein bisschen vertreten kann in so einer Situation. Ja, das glaube ich. Das könnt ihr auch gerne unterstützen. Deathcare.de ist, glaube ich, die Homepage. Ne? Richtig. Und da sind auch die Facebook- oder Instagram-Accounts verlinkt. Mhm. Könnt ihr gerne draufgehen, auch gucken und die unterstützen, wenn die wieder im Einsatz sind, irgendwo was geben oder auch spenden halt, um jederzeit den Betrieb aufrechtzuerhalten. Du bist ja auch der Schatzmeister. Das heißt, du hast die Finanzen unter genau, Kontrolle. Genau, ich bin derjenige, der auf die Finanzen aufpasst und der die Spendenbescheinigung schreibt. Liegt dir das oder warst du einfach der Letzte, der den Arm hoch hat? Das war jetzt nicht unbedingt eine Herzensangelegenheit. Also die Arbeit bei Deathcare schon. Ja. Den Kassenwart hätte ich auch gern jemand anderem überlassen können. Aber einer muss. In der Tat, sagen wir mal, ja in den meisten Vereinen das unbeliebteste Amt, weil es einfach die Fleißarbeit ist, die irgendeiner machen muss. Aber ja, gehört dazu und ist wichtig und unterstützt die Arbeit insgesamt. Aber sagen wir mal, emotional ist natürlich die Arbeit im Einsatz deutlich spannender als die an der Kasse. Ja, hier fragt noch jeder, kann da jeder mitmachen? Wahrscheinlich muss man einen Bestattungshintergrund haben, oder? Irgendwas? Ja, also an sich schon, genau. Also weil das ist ja auch Teil des Konzepts, dass wir eben professionell unterstützen wollen in der Situation. Und insofern sollten das schon Menschen sein, die irgendwie aus dem, entweder als Bestatter eben aus dem Bereich kommen oder eine verwandte Berufsart haben. Wie gesagt, zum Beispiel Forensiker, Mediziner haben wir auch mit dabei, die uns da unterstützen können. Aber wenn man aus dem Bereich kommt, könnte man sich theoretisch bei euch melden und sagen... Müsste man gucken, wie es passt, ob es passt, aber ja. Ja, denkbar. Interessant. Gibt es eigentlich auch religiöse Unterschiede, auf die ihr achten müsst, auch kulturelle Unterschiede, weil ihr weltweit im Einsatz seid und das, wir haben ja auch gehört, das ist sehr unterschiedlich, wie auf der Welt bestattet und beerdigt wird. Seid ihr da überall fit in dem Bereich oder werdet ihr da geschult? Genau, also das ist natürlich auch Teil von Ausbildung von Bestatterinnen und Bestattern tatsächlich sozusagen im Rahmen der Berufsausbildung. Insofern ist auch das vielleicht ein Grund, warum man sagt, das ist gut, wenn derjenige irgendwie aus dem Beruf kommt, dann weiß man da schon einiges, aber natürlich trotzdem muss man sich auf jede Lage dann nochmal einstellen und es ist eben auch wichtig, dass wir da sensibel mit den Belangen und mit den Anliegen der Menschen vor Ort umgehen. So war es natürlich auch zum Beispiel in der Türkei. Deswegen haben wir zum Beispiel die Bestattungen der Verstorbenen dann letztendlich nicht durchgeführt, sondern wir haben eben unterstützt, vorbereitet, aber die Bestattungen haben dann die Menschen vor Ort selber machen wollen und auch gemacht. Ja, tolle Leistung, die er da macht und wird auch hier überall sehr, sehr gelobt. Deathcare.de, kann man sich noch informieren, kann man begleiten, kann man unterstützen finanziell. Wir behalten das alle im Auge und gucken und drücken weiter die Daumen, dass ihr da so toll da weitermacht und dass ihr das alles durchsteht, auch mental. Ja, danke für deinen Besuch. Fabian, ich spiele auch mit dir. Du kommst nicht drum rum. Eine Stunde noch Stadt, Land, Fluss. Wir nähern uns zwar langsam dem Ende, aber das lassen wir uns nicht nehmen. Wir haben auch für dich ein paar Kategorien vorbereitet, die Bestattungsedition jetzt praktisch. Okay. Guck mal, ja genau, es wird ein bisschen anders. Wir haben nämlich jetzt praktisch Kategorien, Julia. Blende ein, als erstes das Material des Sarges. Mit dem Buchstaben, mit dem Anfangsbuchstaben. Dann als zweites, was ist eingraviert? Also was ist in dem Sarg praktisch in deinem Groß eingraviert als Zeichen? Das dritte, dein persönlicher oder deine persönliche Sargträgerin, wer auch immer das sein kann, vielleicht wer prominent ist, mal gucken. Das vierte ist der Wunschort der Beerdigung. Da darf man sich was aussuchen. Dann, es gibt als Leichenschmaus praktisch, was könnte das sein? Man hatte nur diesen einen Buchstaben, mal gucken. Und dann am Ende was Positives, wiedergeboren als. Okay. Das klingt erstmal sehr schön. Jetzt bin ich auf den Buchstaben gespannt. Jetzt sind wir auf den Buchstaben geschafft. Wir gucken jetzt mal wieder im Publikum. Vielleicht sagst du jetzt einmal laut A und dann im Stummen das Alphabet durch. A. Und stopp. P.
Das ist, ihr seid richtig schnell. P. Okay, dann legen wir jetzt los. Liebes Online-Publikum, auch ihr und liebe Julia auch hier vor Ort. Jetzt geht's wieder los mit P. Schon vorbei. Ja. Fangen wir gleich mal an. Ich weiß, es ist immer knapp bemessen, aber was ist das Material des Sarges? Bei mir sind es Palmenblätter. Das wäre doch mal ein schöner Sarg, oder? Aus Palmenblättern? Julia, was bei dir? Überhaupt nicht nachhaltig, Plastik. Plastik. Ein Plastiksarg. Gibt es Plastiksärge eigentlich? Eher nicht, also mindestens in Deutschland eher schwierig, weil nicht vergänglich. Ah, muss vergänglich sein, okay. Genau. Was ist es denn bei dir? Also ich habe aufgeschrieben, was es nicht ist. Es ist auf jeden Fall nicht Pappe. Im Pappsarg ist ja wahrscheinlich, so die Billigbestatter sind ein bisschen verschrien in der Szene, oder? Gibt's? Ja, also gut, das ist ja jetzt auch noch ein Firmenname, insofern muss man da vorsichtig sein. Ach so. Aber sag ich mal, so das Niedrigpreissegment, das gibt es und dafür gibt es eine Nachfrage und insofern ist es vielleicht auch okay, dass es das gibt. Pappsärge gibt es tatsächlich in Berlin zumindest nicht. Für eine Erdbestattung auf jeden Fall auch komplett ungeeignet, weil würde sofort einbrechen bei einer Tonne Erddruck. Aha, ja, stimmt. Ja. Na gut, es gibt ja auch härtere Pappe, aber das reicht nicht. Die muss schon. Nee, ich glaube, und würde ja dann auch irgendwie durchweichen und glaube ich, nee, nicht so eine schöne Vorstellung. Das stimmt. Hier haben wir noch Leute, die Porzellan, wahrscheinlich auch nicht vergänglich, aber auch Plastik, Papier, Platin. Das wäre doch mal angemessen. Ja, irgendwie. Pappel. Pappel wäre was, was es tatsächlich gibt, ja. Ah, ja, Pinienholz. Ja. Haben wir auch im Angebot. Ja, viel Plastik. Plastik bietet sich wahrscheinlich an, aber ja, Papier sagt Platin. Platin vergeht aber auch nicht, ne? Also wäre auch ein bisschen... Wäre jetzt also auch schwierig dann, ja, von der Lage her. Also könnte mir auch vorstellen, vielleicht nicht ganz preisgünstig. Das können wir auch vorstellen. Also aus Bestattersicht irgendwie dann auch wieder attraktiv vielleicht, um zu verkaufen. So, was ist eingraviert? Was wäre denn auf deinem Sarg eingraviert? Also auch da habe ich aufgeschrieben, was es nicht ist, das Papstmonogramm. Es hat ja der Johannes Paul so ein bisschen eingeführt, dass das Papstmonogramm auf seinem Sarg war, den sogenannten Papstsarg, der seitdem auch ziemlich beliebt ist, so ein relativ kubischer Sarg aus Zedernholz und da ist dieses Papstmonogramm drauf. Ach, den kann man sich auch als Normalsterblicher... Den kann man sich auch als Normal, sogar mit dem Monogramm, wenn man möchte, aber das würde ich mir jetzt nicht anmaßen wollen. Okay. Ich bin auch nicht katholisch, also insofern. Das ist schön, aber wenn man die Anforderung, ich möchte den Papstsarg haben. Ja, das, also genau, der läuft auch in vielen Programmen so unter Papstsarg. Ja. Okay. Mhm. Der Papstsarg, ne? Das ist immer wieder eine Idee fürs Weihnachtsgeschenk. Julia, was hast du? Puh, wieder was geschafft. Also das ist ein Spruch praktisch, ja. Puh, wieder was geschafft. Ich habe tatsächlich auch ähnlich, ich habe Puh, der Bär bei mir eingraviert ist. Ich fand's schön. Ein Peace-Zeichen, ja, das ist auch interessant. Also ich guck mal hier durch, eine Pissnelke hat noch jemand geschrieben. Auch eine nette Idee, ja. Ja, Push hier. Ja, auch lustig. Ein Pentagramm. Ja, Platz vergeben. Auch gut. Ein Panda-Bär, ja, da kann man kreativ werden, was da so reinkommt. Persönlicher Sargträger ist bei dir? Der Pink Panda. Der Pink Panda, ja, das stelle ich mir lustig vor. Julia, bei dir? Der Papst. Der Papst. Vielleicht wollen die das zusammen machen dann einfach. Wir brauchen eine E6, wir können ja mal sammeln, wer da jetzt zusammenkommt. Schön. Ich habe Peter Lustig. Ja. Peter Lustig, der Pink Panda und der Papst. Was gibt es hier im Publikum noch wen?
Pinocchio, Pinocchio? Höre ich, ja. Wenn du sich da durchlaufst. Auch nicht schlecht, hier schreibt einer Putin. Okay. Der Putin, der Papst. Der Pink Panther, Pinocchio und... Ja, das ja, hätte interessante Spaß. Kombination. Ja, interessant. Ich schreibe noch welche, was haben wir noch? Popeye, Polizisten, Piraten. Ja, Papst auch hier beliebt. Oh, da hat jemand noch Schnupfen, das klingt schon verlockend. Peter Pan. Ja, also viele Helferchen, ein Pinguin, Pippi Langstrumpf, Pavarotti, Paul Panzer. Ja, da hat viel, viel Möglichkeiten. Der Wunschort der Beerdigung. Da habe ich wahrscheinlich wie viele andere auch Paris geschrieben. Was hast du? Stimmt, Père Lachaise wäre schön. Ja, nee, da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, es könnte der Friedhof sein, aber ansonsten vielleicht Potsdam war mir eingefallen. Potsdam, ja. Tatsächlich wäre es aber Schöneberg, glaube ich. Ja, das Paris des Berliners, Potsdam. Genau. Was hast du, Julia? Panama. Oh, wie schön ist Panama. Ja, hier hat noch jemand einen Parkplatz. Hier ist man. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, hier ist man nicht ganz so. Panama ist auch hier drin gewesen. Ja, Paradies. Was? Paradies. Ein Paradies. Ja, natürlich. Passau wird hier auch geschrieben. Passau ist dem Paradies auch sehr nah, war ich neulich auch. Prag, Potsdamer Platz, Pazifik. Ja. Palmenstrand. Ach ja, jetzt fängt das Träumen an. Auf dem Planeten Erde. Natürlich, als Leichenschmaus. Was gibt's als Leichenschmaus, Julia, bei dir? Pizza. Pizza. Das ist, was ist drauf? Kann sich jeder selber aussuchen. Auch vielleicht Hund, ne, bei dir. Was hast du? Dann wäre es ja der Pudel vielleicht, ja. Aber ich bin ja gebürtiger Westfale, deswegen habe ich mal Pumpernickel aufgeschrieben. Pumpernickel, auch nicht schlecht. Ja, Pumpernickel ist auch was Leckeres. Ich habe einfach nur Pommes, aber haben viele andere auch hier tatsächlich. Pommes, war nicht so kreativ scheinbar, wie ich gedacht habe. Ich guck mal nach oben, was wir da noch haben. Pommes rot-weiß. Pommes ist tatsächlich sehr beliebt. Wer hätte es gedacht? Bienenstich abgelöst durch Pommes. Pasta, Pilzsuppe. Lecker, lecker. Ja, also Bienenstich oder Butterkuchen würde natürlich auch gehen. Ne? Ja, stimmt. Butterkuchen. Pustekuchen. Puffreis. Ja, sehr, sehr schön. Wiedergeboren als. Julia, als was wirst du wiedergeboren? Als Panda, ich habe auch Panda. Panda lag auf der Hand, was hast du? Ja, ich bin ja so, sagen wir mal, dem christlichen Glauben eher verhaftet, da gibt es ja nicht so eine richtige Wiedergeburt. Insofern habe ich wieder aufgeschrieben, was ich nicht als Pferd, also wäre jetzt auch eh nicht so meint. Also Pferd ist nicht so dein Ding. Ja. Man könnte auch als Petrus oder sowas wiedergeboren werden. Als Petrus, okay. Ja. So könnte als Wetterquatsch. So, mal gucken hier, was die anderen haben. Pinguin, Peter Pan, glaubst du also, dass da kommt da nichts mehr danach? Doch, da kommt was, aber nicht als... Nicht wieder hierher. Nicht wieder so als Pferd oder so. Nicht. Ja. ist ja vielleicht auch ganz gut. Puma, Papagei. Eher jenseitig als diesseitig, ja, genau. Sehr schön. Da sind wir mal gespannt. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Nochmal großen Applaus. Vielen Dank für die Einladung. Fabian Lenzen von Deathcare, heute zu Gast. Dankeschön für dein Kommen. Oh, sehr schön. Toll, toll, toll. Haben wir wieder schöne Projekte kennengelernt und ihr seht es an der Sanduhr. Wir nähern uns jetzt schon dem Ende. Es ist schon wieder ein Stündchen zu Ende. So schnell geht das manchmal mit dem Tod. Zack, ist er vorbei. Nächste Geisterstunde ist am 25. November. Ist noch ein bisschen hin, aber wir haben tolle Gäste schon. Wir haben einen ehemaligen Kommissar der Mordkommission, der uns ein bisschen über Fälle erklären wird. Und wir haben Lucy von Org, die früher als Lucy Electric, weil ich ein Mädchen bin, in den Charts gestürmt hat, mittlerweile aber in der Gothic-Szene angekommen ist, auch Bücher über den Tod schreibt. Da werden wir ein bisschen reden, wie es zu dieser Wandlung kam. Also interessante, interessante Gäste. Übrigens kann man sich gut merken, 25. November, am 26. ist Totensonntag. Das heißt, wir talken in den Totensonntag praktisch hinein.
Ihr könnt gern vorbeikommen bei den normalen Todshows. Die laufen auch weiter. Todtour.de für alle vier vor Ort. Ich komme auch gleich nochmal raus. Da habe ich ja so ein bisschen Todschnickschnack mitgebracht. Kühlschränke, ich mache es kalt. Feuerzeuge, na komm, raucht doch noch eine. Also ich unterschreibe euch auch was. Wir machen ein Foto zusammen. Ist für einige ein Pflichttermin. Und ja, ich sage danke fürs Einschalten für alle, die online zugeguckt haben. Danke für euch fürs Kommen. Wir können hier noch einen letzten Drink nehmen und den Abend ausklingen lassen mit angeschlossener oder zugemachter Klimaanlage. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns. So oder so. Geisterstunde! Vielleicht kommen die Gäste auch nochmal danach. Ihr könnt auch nochmal nach vorne kommen. Holt euch auch nochmal Applaus an. Geisterstunde! Genau. Komm, die Musik ist aus, aber komm, Fabian Lenzen, Marc Frase, kommt nochmal nach vorne. Holt euch auch nochmal Applaus an. Und vielleicht, wenn Fragen sind, stehen die beiden auch nochmal unten. Und zu nächtlicher Stunde. Die beiden Gäste heute. Ja, jetzt haben wir Feierabend. Da.